Ja, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Pressekonferenz. Kurz nochmal zurückgeblickt auf die letzten Tage und die Diskussion zur Wärmewende oder zu Habecks Heizungsgesetz, das sich ja immer mehr auch als Murks sozusagen erweist und dringend Nachbesserung bedarf. Insbesondere die Diskussion um den Staatssekretär Patrick Greichen hat ja für Empörung in der Gesellschaft gesorgt. Der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht im Raum. Mittlerweile sind dort Konsequenzen gezogen worden, die waren längst überfällig. Aber jetzt wird der Fokus ja auch auf einen weiteren Staatssekretär gerichtet, Udo Philipp. Auch da scheint es eine Vermischung von privatem und beruflichem Interesse zu geben. Das heißt, wir brauchen endlich klare Transparenz im Wirtschaftsministerium, was auch die Besetzung der Posten dort betrifft, weil der Eindruck entsteht, dass manche politischen Entscheidungen doch eng auch mit privaten Interessen verknüpft sind. So geht das nicht weiter, weil das natürlich Vertrauen auch in den notwendigen anstehenden Prozess des Klimaschutzes und des Umbaus in puncto Wärmewende hervorruft in der Bevölkerung. Die Ampel zeichnet dort ein Bild der absoluten Unklarheit. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist mit Händen zu greifen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen aus Wahlkreisbüros meiner Partei, wo Menschen wirklich tränenüberströmt in die Büros kommen und sagen, wir wissen einfach nicht, wie wir dieses Vorhaben finanzieren sollen, was die Bundesregierung da aufsetzen möchte. Wir wissen nicht, wie wir uns andere Heizungen, nämlich Wärmepumpen, an dieser Stelle leisten können. Insbesondere im Osten ist das ein massives finanzielles Problem, was auf die Leute dazukommt. Und das ist überhaupt gar nicht ausdefiniert, wie die finanzielle Unterstützung der Menschen aussehen soll, die vor diese Umbaumaßnahmen gestellt werden sollen. Und wir finden, dass es doch sehr, sehr deutlich wird an dieser Stelle, dass die Menschen das so, wie die Bundesregierung es sich denkt und so vor allem, wie die Grünen sich die Wärmewende denken, nicht mittragen werden in diesem Land. Unserer Ansicht nach braucht es hier einen Umbau, der vor allem öffentlich organisiert ist. Es kann nicht sein, dass die Menschen mit wenig Geld haben, dass die Menschen mit wenig Geld Angst haben, dass sie sich die Heizung nicht leisten können, während die Reichen weiterhin unser Klima zum Beispiel mit Privatjets oder Luxusjachten verpesten können. Andere Länder sind da viel erfolgreicher vorangeschritten. Norwegen, Finnland, Dänemark bei der Umstellung auf Wärmepumpen, bei der Wärmewende, die dort erfolgreich funktioniert. Das heißt, das, was die Bundesregierung hier vorlegt, ist nicht nur ein Kommunikationsdesaster, insbesondere des grünen Wirtschaftsministers, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein politisches Desaster, auch dass mittlerweile fast jedes fünfte mittelständische Unternehmen erwägt, Arbeitsplätze aufgrund hoher Energiepreise abzubauen oder aus Deutschland wegzuverlagern, sollte uns alarmieren und dass insbesondere auch rechte Kräfte und konservative Kräfte hier aus diesem Kommunikations- und politischen Desaster der Bundesregierung versuchen, Stimmung zu machen, die Krise sozusagen für sich zu nutzen, um entsprechend auch gegen den Klimaschutz zu mobilisieren, sollte uns alarmieren. Das heißt, es ist höchste Zeit für einen grundlegenden Politikwechsel, der grüne Fokus auf Marktlösung, Preissteuerung und auf individuellen Auflagen, wie zum Beispiel bei den Wärmepumpen, ist unsozial. Mit der Privatisierung bzw. der Individualisierung, also der Umverlagerung der Verantwortung auf die Schultern des Einzelnen, anstatt das als gesellschaftliche Aufgabe zu begreifen, kann der klimagerechte Umbau nicht gelingen. Es braucht auch deshalb mehr als nur soziales Nachsteuern, so wie sich das die SPD zum Beispiel vorstellt. Es braucht einen grundlegenden Paradigmenwechsel auch im Bereich der Wärmewende. Wenn man Klimaschutz und den Zusammenhalt der gesamten Gesellschaft zusammendenken möchte, dann muss dieser Umbau in öffentlicher Regie organisiert werden. Das heißt für uns erstens konkret, es braucht kollektive Lösungen statt die individuellen Auflagen, wie zum Beispiel, dass die einzelnen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer oder Mieterinnen und Mieter dann auf die Wärmepumpe allein umrüsten sollen. Wir wollen, dass die anstatt alle Eigentümerinnen Haus-für-Haus-Lösungen erarbeiten zu lassen, dass es aktive staatliche Steuerung gibt, nämlich bei der Erarbeitung von Wärmenetzen. Es braucht Lösungen auf Quartiers- oder auf Siedlungsebene. Das setzt wiederum voraus, dass es insgesamt eine Stärkung der kommunalen Wärmeplanung gibt bei der Erarbeitung von Nah- und Fernwärmenetzen, die wir dann in öffentlicher Hand sehen wollen, öffentlich kontrolliert werden sehen wollen, zum Beispiel in
der Hand der Stadtwerke sich befinden sollen. Und wir wollen auch, dass es ein Gewinnverbot im Bereich der Wärme gibt, so wie es zum Beispiel auch in Dänemark bereits praktiziert wird. Das sollte, was in Dänemark gelingt, in Deutschland ja kein Zauberwerk sein. Deshalb ist das der richtige Weg. Zweitens, für uns hat absolute zentrale Priorität der Schutz der Mieterinnen und Mieter an dieser Stelle. Das Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen darf nicht dazu führen, dass Mieterinnen zusätzlich belastet werden oder gar aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Deshalb fordern wir ganz klar die Abschaffung der Modernisierungsumlage. Ich vernehme da auch erste Signale aus der Bundesregierung heraus, begrüße das ausdrücklich. Wie gesagt, der Schutz der Mieterinnen und Mieter hat absolute Priorität. Deshalb braucht es auch darüber hinausgehend einen Rechtsrahmen, der es ermöglicht, dass die Förderung im Bereich des Gebäudesektors an soziale und ökologische Bedingungen gekoppelt werden können. Das heißt, die Bundesregierung muss in diesem Jahr die Wohngemeinnützigkeit einführen, um auch für Vermieterinnen und Wohnungskonzerne, die sich die Kosten der energetischen Gebäudesanierung nicht leisten wollen oder können, unter dem Schirm der Wohngemeinnützigkeit zu nehmen an dieser Stelle, um letztendlich eben auch zu verhindern, dass die Kosten dann auf die Mieterinnen und Mieter umgeschlagen werden. Klar ist aber auch dabei, dass die Fördermittel, die in die energetische Sanierung fließen, nicht als Profit in die Taschen von großen Immobilienkonzernen fließen dürfen. Das heißt, Dividendenausschüttung an die großen Aktionäre müssen damit dann an dieser Stelle auch untersagt sein. Und drittens, letzter Punkt an dieser Stelle, die Eigenheimbesitzerin, die sich den Heizungstausch und die energetische Sanierung nicht leisten können, wollen wir, und zwar insbesondere die mit geringen und mittleren Einkommen, besonders großzügig unterstützt sehen, sodass die Maßnahmen für diese Menschen eben nicht zur existenziellen Bedrohung werden. Es braucht einen großzügig ausgestatteten Härtefallfonds. Letztendlich geht es darum, dass diejenigen, die wenig Geld in der Tasche haben, vollumfänglich unterstützt werden bei der Umrüstung ihrer Heizungssysteme, und diejenigen, die viel Geld in der Tasche haben, also zum Beispiel diejenigen, die sich eine 300 Quadratmeter Villa leisten können oder eine Drittwohnung, dass die dann entsprechend weniger Förderung empfangen. Das heißt, die Förderprogramme, die jetzt diskutiert werden, müssen nach Einkommensklassen gestaffelt sein, unserer Ansicht nach, um dort soziale Gerechtigkeit an dieser Stelle auch walten zu lassen. Und vor allem muss die Bundesregierung aber endlich klarstellen, woher das Geld wirklich kommen soll, woher die Mittel stammen sollen. Der Streit in der Koalition um die Finanzierung der sozialen Flankierung der Wärmewende muss ein für alle Mal ein Ende haben, um den Menschen wirklich Sicherheit zu geben auf dem Weg zu ihren neuen Heizsystemen. Soweit dazu. Und jetzt zum nächsten Punkt, zu der Diskussion um das Staatsbürgerschaftsrecht, um erleichterte Einbürgerung. Wir begrüßen, dass diese Diskussion langsam wieder an Fahrt gewinnt, an Stärke gewinnt. Position der Linken war ja traditionell, dass wir einen Paradigmenwechsel fordern hin zu einem modernen Staatsbürgerschaftsrecht an dieser Stelle. Das heißt, wir haben erleichterte Einbürgerung gefordert nach 5 Jahren Aufenthalt, unabhängig vom Einkommen oder dem wirtschaftlichen und sozialen Status. Wir sehen, dass die Bundesregierung da erste Schritte in diese Richtung geht. Ich begrüße das sehr. Allerdings immer noch in Abhängigkeit vom wirtschaftlichen Status diskutiert. Ich finde nicht, dass das Staatsbürgerschaftsrecht zum Beispiel an den Empfang von Transferleistungen gekoppelt sein muss. Ganz im Gegenteil, es muss entkoppelt sein. Diese Form der Diskriminierung lehnen wir ab. Die Demokratie stärkt man nicht, indem man weniger Demokratie wagt, sondern indem man mehr Demokratie wagt. Das gilt auch für die erleichterten Einbürgerungen an dieser Stelle. Alle Kinder, die hier geboren werden in Deutschland und deren Eltern in Deutschland leben, sollten die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, und auch doppelte Staatsbürgerschaften sollen grundsätzlich möglich sein. Da bewegt sich die Bundesregierung in die richtige Richtung an dieser Stelle. Auch hier sehen wir, dass unsere Forderungen mittlerweile bei der Bundesregierung auf offene Ohren stoßen. Auch das begrüße ich an dieser Stelle sehr. Wo offensichtlich noch Nachholbedarf besteht, ist die Frage des Wahlrechts. Das aktive und passive Wahlrecht sowie gleiche Rechte beim Zugang zum Arbeitsmarkt sollten all denjenigen verliehen sein, deren Lebensmittelpunkt hier in Deutschland liegt. Da scheint die Bundesregierung noch nicht handlungsfähig zu sein oder willens zu sein, dort an dieser Stelle zu agieren. Und auch was die Frage von qualitativ und quantitativ besseren Integrationskursen oder der Ausweitung des Zugangs zu Sprachkursen betrifft, unabhängig jetzt vom konkreten Aufenthaltsstatus, bin ich noch sehr gespannt, wie die konkrete Ausgestaltung aussehen soll. Insgesamt muss ich sagen, droht der vorgelegte Gesetzesentwurf
ein Entwurf zu sein, der auf halber Strecke stehen bleibt, der den Erforderungen an ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht noch nicht ausreichend Genüge tut. Wie gesagt, wir brauchen einen Paradigmenwechsel und kein Schritt für Schritt vor sich hin Gestochere. Vielen Dank. Ja, jetzt Gelegenheit zu fragen. Herr Jahn. Ach, da ist es schon. Entschuldigung. Kurze Frage zum ersten Thema. Nun ist es ja durchaus möglich, dass der Bundestag über dieses Gebäudeenergiegesetz diese Woche berät. Also ist jedenfalls noch nicht ausgeschlossen, sagen wir es so. Haben Sie da Zutrauen in den parlamentarischen Prozess, in dem Sie dann ja auch beteiligt sind, im Ausschuss zum Beispiel, dass da noch die Schwächen, die Sie aufgezählt haben, möglicherweise bearbeitet werden könnten? Naja, ich bin mir natürlich sicher, dass meine Fraktion im Bundestag entsprechend arbeiten wird und unsere Prioritäten deutlich macht. Das ist der Schutz der Mieterinnen und Mieter, das ist der Schutz der Eigenheimbesitzerinnen, die wenig Geld in der Tasche haben. Und es geht natürlich darum, vor allem die Fragen der sozialen Flankierung auch letztendlich zu klären und da Eindeutigkeit herzustellen, woher soll das Geld kommen. Wichtig ist auch an dieser Stelle, dass das Öffentliche gestärkt wird, dass es als ein gesellschaftlicher Prozess begriffen wird, der eben nicht auf die Schultern der Einzelnen abgewälzt werden darf, sondern wo der Staat tatsächlich in der Verantwortung steht. Das sind die Schwerpunkte, die wir in dieser Debatte einbringen werden. Ich hoffe sehr, dass dann der parlamentarische Prozess dazu führt, dass diese Elemente auch aufgegriffen werden, dass deutlich wird, dass Klimaschutz nur gelingen kann, wenn es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen wird, die aber auch mit sozialer Flankierung und zwar mit ausreichender sozialer Flankierung zu funktionieren hat. Von daher habe ich zumindest die Hoffnung, dass wir unsere Punkte in der Debatte deutlich werden lassen und dass die Bundesregierung hoffentlich darauf hört, weil ansonsten das Vertrauen weiter auch in die Klimaschutzpolitik, insbesondere des grünen Wirtschaftsministers, schwinden wird und damit Klimaschutz in der Gesellschaft immer schwieriger wird durchzusetzen. Dann haben wir, ja, machen Sie ruhig. Ich möchte Sie nicht unterbrechen, machen Sie ruhig. Gut. Glauben Sie denn, dass es sinnvoll ist, diese Woche schon zu beraten, oder glauben Sie, das Gesetz muss noch mal zurück in die Werkstatt sozusagen, bevor es dann... Na, Schnellschüsse handeln nützen niemand. Es handelt sich ja schon, habe ich ja eingangs gesagt, um ein ziemliches Murks-Paket, was offensichtlich unter hohem Zeitdruck entwickelt wurde. Und das, wie gesagt, nutzt tatsächlich an dieser Stelle niemand. Man kann nur noch mal sagen, solange der soziale Schutz nicht klar ist und das nicht funktioniert und das nicht ausreichend debattiert wurde, wird dieses Gesetz auch keine Akzeptanz finden. Und das ist dann ein generelles gesellschaftliches Problem. Und klar ist für uns der Schutz der Mieterinnen und Mieter und der Eigenheimbesitzerinnen, die nicht genug Geld in der Tasche haben. Und wenn das nicht gesichert ist, dann glaube ich, wird es dieses Gesetz sowieso sehr schwer haben, an Akzeptanz zu gewinnen und überhaupt dem Bundestag auch zu passieren. Dann ist inzwischen eine Frage eingereicht worden von Frau Palzer von der ARD, die wissen möchte, wie die Entscheidung zu Herrn Nimmermann bewertet wird, dem neuen Staatssekretär von Herrn Habeck. Ja, jetzt ist es nicht primär an mir, Personalentscheidungen anderer zu bewerten. Allerdings muss man natürlich aufpassen nach der Vetternwirtschaft im Wirtschaftsministerium, dass dort offensichtlich eben auch Transparenzregeln zur Anwendung gebracht werden, die dann auch Gültigkeit haben. Philipp Nimmermann ist ja als Staatssekretär der schwarz-grünen Regierung in Hessen auch kein Unbekannter, der allerdings bislang sich nicht hervorgetan hat, dabei die Energiewende oder die Wärmewende sinnvoll voranzubringen. Und daher wird die Personalie irgendwann abschließend zu bewerten sein, nicht jetzt, aber wir gucken natürlich mit Gründlichkeit darauf, welche Arbeit dann dort geleistet wird. Wie gesagt, bislang, er ist kein unbeschriebenes Blatt, aber kein beschriebenes Blatt im Sinne einer erfolgreichen Wärmewende. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich Ihnen und wünsche eine gute Woche.